Willkommen zurück zu Minecraft Alpha. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, bevor wir weiterbauen, Minecraft Alpha für Leute, die gerne in alten, nostalgischen Minecraft-Zeiten schwelgen und einfach nochmal sehen wollen, wie es damals alles so gewesen ist. Vom Baumaterial her, was man machen konnte, aber auch was die Geräusche des Spiels angeht und die Farben, denn es ist alles ein bisschen anders als in den späteren Versionen, ohne Mods und so weiter, habe ich alles schon erwähnt. So, Schaf, du bist erstmal Wolle. Ein Bett können wir auch noch nicht herstellen, das haben wir auch vor einiger Zeit schon festgestellt. Und unser Haus sieht, ja, was heißt hier annehmbar aus? Es ist noch in der Entstehungsphase, begriffen. Wir haben das Dach hier schon so ein bisschen angefangen und müssen natürlich jetzt weitermachen. Was ist mit den... Hä? Warum kann ich jetzt nicht... Hä? Moment. Wieso kann ich nicht jetzt Menü? Options. Was mit dem Menü? Difficulty easy? Controls. Bla, 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 bla. Inventory. I. Ich will das auf E haben. So, wieso ist das auf I zurückgesprungen? Weiß ich gar nicht. Inventory habe ich immer auf E. Keine Ahnung warum. Hat sich bei mir irgendwie so eingebürgert. Habe ich immer so auf E gehabt. Wie das damals dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir bauen uns hier jetzt erstmal hoch und machen unser Haus fertig, bevor wir jetzt hier gleich weitermachen. Übrigens mit dem Essen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte in einer früheren Folge. Was ist das denn jetzt? So wollte ich das aber nicht haben. Okay, teilweise haut man durch Blöcke durch. Auch sehr lustig. Ja, die alten Minecraft-Zeiten, So. Also hier muss man mit bestimmten Dingen einfach noch behutsamer umgehen. Wieso kriege ich den Block denn jetzt nicht so hin, wie ich den haben möchte? Meine, ganz abgesehen davon, dass es irre lange dauert, diesen einen Block abzubauen. Ich will den jetzt andersrum haben. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wenn ich ihn jetzt von hier aus setze, geht das dann? Von hier aus geht's. Okay, es wird noch, es wird etwas eine Kunst für sich sein, dieses Haus zu bauen, glaube ich. Auch die Reichweite ist noch nicht so groß mit den Blöcken, stelle ich gerade fest. Oder mir scheint es irgendwie so zu sein. Und wir müssen jetzt sehr behutsam dieses... Unglaublich. Es ist unglaublich schwierig, so ein Haus zu bauen, stelle ich gerade fest. Was eigentlich sonst total einfach ist. So. So funktioniert's. Und jetzt müssen wir wirklich jedes Mal mit Erde hier arbeiten. Jedes Mal. Wir müssen jetzt immer mit Erde arbeiten, um hier schrittweise dann auch weiterzukommen. Das ist nicht so ganz einfach. Es ist jetzt auch Nacht, aber das ist uns eigentlich relativ egal. Oh, was mich manchmal aufregt. Ich habe hier immer so Fenster, die hochpoppen. Da muss ich immer das Spiel auf Pause setzen. Manchmal nervt mich das. Entweder ist es das Antivirenprogramm, was hochpoppt, oder irgendein anderes Programm, wo eine Lizenz ausgelaufen ist, wo ich dann aufgefordert werde, die Lizenz zu erneuern und bla bla bla, was ich dann aber gar nicht will. Und ich auch keine Lust habe, diese Sachen dann restlos vor meinem Rechner runterzuschmeißen. Und dann immer wieder diese blöden Fenster, die hochpoppen. Das ist echt nervig. Aber gut. Ist jetzt nicht unser Thema. So, jetzt versuchen wir mal... einfach weiterzumachen. So, ein paar Treppenstufen haben wir noch. Ich glaube, so oft werde ich hier kein Haus bauen in Minecraft Alpha. Wenn man überlegt, wie einfach das heute ist und wie schwierig das damals war. Jetzt müssen wir hier wieder Erde draufsetzen. Aber wir haben ja zum Glück nicht ein allzu großes Haus. Und wir wollen damit natürlich auch relativ zügig fertig werden. Weil wir selbstverständlich auch noch andere Funktionen hier in Alpha austesten möchten.
Oh, ich weiß jetzt gar nicht, reicht das? Es wird jetzt sehr, sehr dunkel. Ich setze einfach mal eine Fackel drauf, damit es ein bisschen heller ist. Auf einer Seite vielleicht auch. Kommen wir nicht dran. Aber jetzt? Bisschen laute Musik. Irgendwie haben sich die Optionen wieder zurückgestellt. Irgendwie hat sich das alles zurückgestellt von den Einstellungen her. Ein Haus in Minecraft Alpha ist die wahre Kunst. Man sieht es jetzt. Aber wir kommen immerhin voran. Wir kommen immerhin voran. Und wenn die Erde gleich nicht mehr reichen sollte... dann wissen wir... wo wir sie herbekommen. Dann müssen wir die wieder abbauen, die andere Erde. So, ich überlege jetzt mal gerade. Haben wir noch mehr Erde? Ach ja, wir haben ja noch genug. Wir haben ja noch genug. So funktioniert's. So scheint es irgendwie zu gehen. So, lass uns das einfach mal jetzt mit Erde komplett zubauen. Ich weiß nicht genau, wo wir die jetzt brauchen und wo nicht. Aber irgendwie muss das ja so funktionieren. Hier können wir schon mal wieder so einen Block draufsetzen. Da können wir einen Block draufsetzen. Und dann haben wir das Dach ja im Grunde genommen fast auch schon fertig. Einmal hier, einmal dort. Dann nehmen wir hier noch eine Fackel und da noch eine Fackel. Um das Spawnen zu verhindern, die nehmen wir wieder. Ach wohl, weißt du was? Wie viele Fackeln haben wir denn? Ah, wir haben gar nicht so viele. Wir müssen vorübergehend ein bisschen haushalten mit den Fackeln. Hier noch eine drauf, dann nehmen wir die wieder weg. Dort oben haben wir schon welche. Treppenstufen haben wir jetzt allerdings nicht mehr so viele. Wir haben nur noch 4 Stück, da müssen wir noch einmal wieder runter. Von unserem Kunstwerk. Aua! Ist ja gut. Ich bin gerade mit der Steuerung etwas auf Kriegsfuß. Ich habe gerade... unmittelbar vor diesem Spiel ziemlich lange Rising World gespielt. Und irgendwie bin ich jetzt gerade mit der Steuerung hier noch so ein bisschen auf Rising World gepolt. So, das letzte Holz, was wir haben, verbraten wir mal in Holzbretter. Und verarbeiten die mal eben um zu Treppenstufen. 4 Stück, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, sagte ich ja schon mal, das ganze Thema, wir müssen immer alles einzeln setzen, jeden Block einzeln setzen und ich gucke jetzt gerade mal, ob wir damit wohl hinkommen. 12, 16 haben wir, 4, also haben wir schon 20. Lass uns einfach mal alles verbraten. Das passt auch fast genau. 24 Treppenstufen, vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht das ja. Monster sind hier nicht in der Nähe, das ist sehr gut. Erde haben wir noch genug. Irgendwie war es damals auch noch so, dass einen die Tiere umgerannt haben. Dieses Schwein, wenn das bei mir ist, ich meine... das ist bei Minecraft ja immer schon ein bisschen das Problem gewesen. Gut, ich will nicht sagen Problem, das ist schon wieder so wertend, aber... bei Minecraft war es immer so, dass die Tiere, wenn die in unmittelbarer Nähe waren, wo man gerade gebaut hat oder was auch immer gemacht hat, die haben einen immer irgendwie genervt. Die waren immer irgendwie da und haben einen genervt. Rannten einen ständig um und so weiter. Und das merkte man in späteren Versionen nicht mehr so, weil man dann quasi durch die Tiere durchlaufen konnte. Aber hier waren die Tiere ja echte Hindernisse. Also ich erinnere mich daran, das war dann nicht mehr Alpha, das war schon spätere Versionen. Aber in vielen Minecraft-Versionen, in vielen älteren Minecraft-Versionen war es noch so, dass wenn man zum Beispiel Kühe gefüttert hat, dass man regelrecht in den Kühen untergegangen ist, weil man bei der Fütterung... von diesen Tieren regelrecht umgerannt worden ist und man kaum aus diesem Pulk kaum noch rauskam. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Eiche. Und ein paar Eichen könnten wir eigentlich mal eben hier nochmal setzen. An unserer Alpha-Küste ein paar Eichen gesetzt. Allzu viele Setzlinge haben wir nicht. So, hier setzen wir auch nochmal eine Fackel hin, dass man wenigstens ein bisschen was sieht. Sonst siehst du ja gar nichts. Dann beschwerst du dich nachher wieder, dass du nichts gesehen hast. Ich möchte ja, dass du was siehst.
So, ein bisschen Holz haben wir noch. Ich hoffe, dass wir damit das auch hinkommen. Ein paar Treppenstufen brauchen wir ja noch. So, einen Durchgang können wir noch. Dann haben wir also 8 Treppenstufen, die wir noch hinzugewinnen können. Mehr ist es dann auch leider nicht. Ansonsten müssen wir... Wird schon wieder Tag? Na, noch nicht ganz. Wenn das jetzt nicht reichen sollte, dann... Und ich befürchte, dass es nicht reicht. Obwohl, vielleicht doch, Vielleicht machen wir hier oben einfach normale Blöcke. Da hätten wir jetzt noch 5. Die reichen allerdings auch nicht aus. Weißt du was? Völlig egal. Wir nehmen diese normalen Blöcke, um den Hausbau jetzt abzuschließen. Und laufen nochmal oder gehen. Wir können ja nicht laufen. Hatten wir ja schon das Thema. Das ist aber echt. Das ist aber echt ein richtiges Alpha-Haus da. So, Zombies brannten damals auch schon. Und dann fällen wir doch einfach mal ganz locker flockig hier einen Baum nach dem anderen. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie keine Lust, die Setzlinge einzusammeln. Die sollen einfach runterfallen, ist mir jetzt egal. Wir haben hier genug Eichen gepflanzt. Und ich glaube, so viel Holz brauchen wir gar nicht. Noch ein Haus. Bauen wir nicht so schnell. Ja, ist ja... Huch! Aua! Verbrannt? Hast du was für mich? Hat das Skelett jetzt nichts gedroppt? Gar nichts? Das ist aber schade. Sehr schade. So, 24 Blöcke. So, Haus fertig. Und von innen... Nee, nicht ganz fertig. Aber jetzt. So, wenn wir jetzt die Erde hier rausgeschafft haben, dann sind wir auch fertig. Dann können wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, denn ich würde mich ganz gerne mal... Okay, das ist auch noch nicht fertig, ne? Ist auch noch offen hier. Das ist auch noch offen. Sowas aber auch. Boah, diese Reichweite. Also heute kommt man viel weiter damit. Mit den Blöcken. Wenn man da so hantiert. Selbst beim Hochspringen erreiche ich das kaum. Nein! Das ist aber jetzt echt nervig. Boah, das ist jetzt... Das nervt mich gerade richtig. So. Ich denke, man kann sich schon... Man kann sich schon gewissermaßen darauf einstellen. Es geht ja hier auch nicht um Baukunstwerke. Es geht ja hier um die Nostalgie. Es geht einfach um das alte Minecraft. Das alte Minecraft zu erleben. Die alten Zeiten zu erleben. Mit schöner Hintergrundmusik. Hoffentlich schöner Hintergrundmusik. Ich hoffe immer, dass sie dir gefällt. Auch dazu gerne mal einen Kommentar von dir, wenn du magst, ob das die passende Musik ist. Also ich wähle das immer nachträglich übrigens aus. Ich wähle die Musik zu dem Spiel, auch zu anderen Spielen, wo nicht genügend eigene Musik ist. Das ist bei Rising World zum Beispiel der Fall. Es ist aber vor allen Dingen bei Minecraft der Fall, dass ja musiktechnisch dieses Spiel ein bisschen spärlich besetzt ist und dass ich da also immer nachträglich wohlgemerkt noch... Musik einbauen. Und die wähle ich wirklich sehr sorgfältig aus.
versuche das auch immer der Szene angepasst irgendwo auszuwählen. Und wenn es dir gefällt, dann schreib es gerne rein. Wenn es dir nicht gefällt oder du einen Vorschlag hast, was man für Musik dort einbringen könnte, dann schreib mir das gerne einfach in die Kommentare rein. So, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir mit diesem Hausbau jetzt hier fertig sind. Weil so wie das hier läuft, ist es wie gesagt etwas nervtötend. Das mit dem Abnutzen der Werkzeuge habe ich schon gesagt. Die Schaufel nutzt sich relativ schnell ab, man sieht das auch. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel... Oh, ich dachte gerade, was ist da denn los? Das sind alles Kühe. Also wie gesagt, die Schaufel nutzt sich schon relativ stark ab. So, unser Alpha-Haus. Unser erstes Alpha-Haus ist fertig. Ist doch recht wohnlich, auch wenn wir nicht schlafen können. Also warum das mit dem Bett erst so spät entwickelt wurde, ist mir eigentlich ein Rätsel. Ich finde ein Bett für Minecraft oder überhaupt, wenn man so ein Spiel dieser Art spielt, finde ich total elementar, dass man auch schlafen kann. Naja gut, andere Sachen sind auch elementar, so wie Badezimmer und so weiter. Das gab es ja auch in Minecraft nie. Jedenfalls nicht in der ganz normalen Vanilla-Minecraft-Version. Jedenfalls ist es mir nicht bekannt. Aber gut, so ist es. Wollen wir mal eben eine Kuh schlachten, wenn wir jetzt schon gerade unser schönes Eisenschwert gezückt haben. Denn, wie gesagt, das Essen brauchen wir ja doch, um verlorene Lebenspunkte wiederzubekommen. Aber stimmt, die Kühe droppen gar kein Fleisch. Das waren nur die Schweine, die Fleisch droppen. Ich hab's ganz vergessen. Schafe droppen nichts, Hühner droppen auch was. Moment, dann nehmen wir nochmal... Ne, Hühner droppen auch nichts. Waren das nur die Schweine? Nur die Schweine? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir diese Tiere verschonen müssen für Tierzucht oder so weiter. Tierzucht gab's damals in der Alpha-Version noch nicht. Deswegen brauchen wir uns darüber eigentlich keine Gedanken zu machen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, unser Alpha-Haus ist fertig. So, jetzt mache ich hier mal so ein bisschen Alpha-Terraforming an der Alpha-Küste. Denn wir wollen jetzt ein wenig Ackerbau betreiben. Ackerbau müsste es damals schon gegeben haben. Es gibt auf jeden Fall eine Hacke, die man verwenden kann. Und wenn es eine Hacke gibt, womit man den Boden bearbeiten kann, dann wird es auch ganz sicher... Ich meine, ich hätte es auch irgendwann mal gelesen. Ich habe mich ganz kurz schlau gelesen, bevor ich mit dieser Let's Play-Reihe begonnen habe. Ich meine, dass auch schon Ackerbau möglich war zu dieser Version von 2010. Und das würde ich gerne mal zaghaft ausprobieren, ob auch Ackerbau möglich ist. So, noch ein bisschen. Ja, wollen wir auch noch so ein bisschen hier noch ein bisschen Erde rein, da noch ein bisschen Erde rein. Übrigens Angeln. Angeln wäre auch nochmal so eine Sache. Angeln müsste eigentlich auch funktionieren. Spinnenfäden haben wir allerdings irgendwie noch gar nicht. Habe auch noch gar keine Spinnen gesehen, glaube ich. Großartig. Oder haben wir schon Spinnen gesehen? Kannst du dich daran erinnern? Ist jetzt ein bisschen her, seit ich die letzte Folge gespielt habe. Also die Abstände zwischen den Folgen sind bewusst auch recht groß gehalten, weil ich dieses Alpha-Thema nicht überstrapazieren möchte. Weil es eben doch eine sehr alte Geschichte ist und zu viele von diesen alten Folgen, da denke ich immer, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Nostalgischen. Deswegen strecke ich das also schon und mache die Abstände zwischen den einzelnen Folgen auch bewusst recht groß. Da liegen also teilweise einige Wochen dazwischen im Extremfall. Ach, hier habe ich ja schon dieses Ding gebaut, genau. Hier habe ich schon diese Treppe nach unten gebaut, wo ich allerdings noch nicht sehr weit gekommen bin, aber da müssen wir natürlich auch nochmal ran, dass wir da nochmal reinkommen. So, das machen wir hier nochmal eben zu. Einmal zu hier, das Ganze. So, jetzt haben wir die ganze Erde allerdings auch verbraucht. Schade eigentlich. Machen wir hier nochmal so ein bisschen ab. Mit den letzten Resten unserer Schaufel. Lange wird sie nicht mehr halten. Oh, das war's schon, das war's schon. Das war es schon. Mehr war es dann auch gar nicht. Reicht erstmal aus, um das hier zu füllen. Es reicht auf den Block genau. So. Jetzt muss ich mal eben gerade reingehen. Das würde ich ja jetzt schon gerne wissen. Was ist hier Phase? Eisen. Eisen ist hier Phase. Eisen ist hier Phase. Machen wir erstmal einen Eimer. Wir gehen mal so ein bisschen sparsam hier mit unseren Ressourcen um. Wir nehmen erstmal nur einen Eimer raus. Wer weiß, wofür wir die ganzen Ressourcen noch verwenden können. So, Blumen erstmal weg. Ei weg. Fell weg.
Feuerstein. Einen Feuerstein haben wir auch schon gefunden. Einen Flintstone. Daraus können wir Pfeile machen. Brauche ich alles gar nicht zu erklären. Wissen wir ja. Wir wissen ja, was wir aus diesen Sachen machen können. Und schön einzeln hier in diese Truhe packen. Achso, Schaufel. Neue Schaufel. Nicht vergessen. Einmal Eisen. Und schwuppdiwupp, eine neue Eisenschaufel. Im Moment können wir alles Werkzeug und alle Waffen aus Eisen herstellen. Da haben wir halt genug von. Und ich glaube, ich würde das mit dem Acker relativ nah am Haus machen. Lass uns einfach mal hier anfangen, so einen kleinen Acker zu buddeln. Das muss jetzt nicht so ein Riesending sein. Zu einem kleinen Haus gehört auch ein kleiner Acker. Das reicht, glaube ich, schon. Eine Reihe oder doch lieber zwei Reihen? Lass uns mal zwei Reihen machen. Zwei Reihen machen wir. Zwei Reihen fruchtbarer Acker. Und jetzt holen wir erstmal Wasser. Ah, müssen wir jetzt... Lass uns mal so einen Brunnen am Haus machen. Ich habe das immer so gerne gemacht. Gerade in diesen frühen Versionen so einen Brunnen am Haus zu machen. Ach, wie früher. Ist das schön. So, hier ein Stein. Ne, Moment. Lass uns den mal in die Erde versenken. Lass uns den mal in die Erde versenken. Meinen nostalgischen, klassischen Brunnen. Ich zeig dir gleich, wie er aussieht. Völlig einfach eigentlich. Nichts Besonderes. Aber ich baue ihn doch so gerne. Ich baue ihn doch so gerne. So, drei Blöcke muss das Ding haben. Und jetzt müssen wir leider zweimal runterlaufen zum Wasser. Und dann nie wieder, weil mit dem unendlich Wasser, das kennen wir ja, einen drei Blöcke breiten Brunnen, von jeder Seite einmal Wasser reinschütten und schon können wir aus der Mitte das Wasser nehmen und haben unendlich davon. Einmal müssen wir jetzt da runter, wie gesagt. Ach, die schöne Alpha-Küste im Abendrot. Ja, die Sonne geht unter. Der Mond geht auf. Der Mond geht auf. Und dieses Planschgeräusch finde ich so schön. Plansch! Nee, Moin, ich muss springen. Ich muss springen. Plansch. So.